Transall in Afghanistan, das Arbeitspferd der Luftwaffe, ist unverzichtbarer Teil des Lufttransports. Piloten nennen sie liebevoll die alte Dame, die C-160 Transall. Mehr als 40 Jahre hat der Veteran der Transportflieger schon auf dem Buckel. In Afghanistan ist die Transall-Flotte das Rückgrat des ISAF-Lufttransports. Täglich pendeln die Besatzungen von ihrem Stützpunkt Mazar-i-Sharif zwischen Termes, Kabul, Faisabad und Kunduz hin und her. Die Transall macht alles mit. Für das, was hier originär gebaut worden ist, ist es ein perfektes Flugzeug, ne? Wir operieren jetzt natürlich mit einem relativ leistungsschwachen Fluggerät durch nur zwei Triebwerke hier in Einsatzgebiet. Für das war es ja ursprünglich nicht konstruiert. Nichtsdestotrotz, wir sind am Leistungsmaximum mit dem Gerät, aber beim jetzigen Einsatzspektrum kommen wir damit noch klar. Und das Einsatzspektrum ist breit gefächert. So ziemlich alles, was durch die Laderampe am Heck passt, wird transportiert. Mit Hilfe von Rollen lassen sich die Paletten schnell verladen. Wichtig, die Ladung muss ordentlich gesichert werden. Schließlich teilen sich Passagiere und Paletten den Frachtraum. Bedeutet für uns, dass dann die Piloten noch mal durchrechnen müssen, dass wir dann entweder Ladung stehen lassen müssen oder halt einfach tanken können. Was für uns eigentlich die beste Möglichkeit ist, weil Ladung lassen wir ungern stehen, gerade so wie heute, wenn wir halt viel Feldpost für die Kameraden fliegen. Dann möchte man natürlich schon alles mitnehmen. Das große Plus der C-160 sind ihre hervorragenden Kurzstart- und Landefähigkeiten. Dafür macht sich bei den extremen Bedingungen am Hindukusch ihr Alter bemerkbar. Natürlich muss man das auch relativieren und sagen, wir fahren die meiste Zeit am Leistungsmaximum und dementsprechend müssen wir eben damit den vorhandenen Mitteln und Ressourcen operieren. Im Laufe der Zeit wurde die gute alte Trall zwar immer wieder modernisiert, mit jungen Kraftpaketen wie dem künftigen Luftwaffentransporter A400M kann sie es aber nicht mehr aufnehmen. Unsere Dame hat sich langsam nach oben geschraubt, unsere alte Dame. Problem hier in Afghanistan mit unserem alten Mädel ist die Steigleistung durch die zwei Triebwerke. Wir müssen uns langsam nach oben schrauben, um die nötige Höhe zu haben hier über dem Hindukusch. Wir haben hier Spitzen über 15.000 Fuß und die gesamte Flugleistungsberechnung basiert immer noch auf den zivilen internationalen Regularien. Das bedeutet, wir müssen immer noch den möglichen Triebwerksausfall berechnen. Bedeutet, wir müssen auch über dem Hindukusch eine Höhe halten können mit einem Triebwerk, um sicher wieder den nächsten Flugplatz zu erreichen. Der Lastenesel der Luftwaffe hat vor allem mit den Temperaturen und dem Staub in Afghanistan zu kämpfen. Kommen die Besatzungen von ihren Missionen zurück, stehen deshalb schon die Wartungscrews für die betagte Lady bereit. Eine ausführliche Nachflugkontrolle wird durchgeführt. Besonders die heiklen Bereiche wie die Elektronik, die Triebwerke und das Fahrwerk nehmen die Techniker der Wartungsstaffel unter die Lupe. So, ganz normaler Ölauffangbehälter, da hänge ich an eine Drainageleitung ran. Das Triebwerk drainiert Öl ab, was völlig normal ist, um die Umwelt zu schonen. Wollen wir das natürlich auffangen und dann fachgerecht entsorgen. Die meisten Wehwehchen der Transall lassen sich gleich vor Ort beheben. Also im Prinzip schauen wir uns sämtliche Bauteile hier an. Dichtigkeit, Funktionalität. Reinigen das Triebwerk dann auch, um nach dem nächsten Flug zu sehen, ob es hier starke Undichtigkeiten gibt. Während die Transall in Afghanistan noch treu ihren Dienst leistet, bereiten sich die Transportfliegerstaffeln in Deutschland schon auf den neuen Transporter A400M vor. Er wird die Transall in den kommenden Jahren ersetzen und der Sprung in die Hightech-Fliegerei sein. Die Crews freuen sich schon auf ihr künftiges Arbeitsgerät, sehen dem Abschied ihrer alten Dame aber auch mit ein bisschen Wehmut entgegen.